Hi, this is Germany calling. Number 8. Tja, und immer noch schon wieder aus meinem Wohnwagen. Der die Sonne mag. Oder der Gedankengang, der nie vorbeigeht. Ja, es ist furchterregend warm, aber schön. Neuerdings gibt es hier zwei Katzen. Ansonsten wollte ich nur gucken, wie das mit der Batterie geht. Er sagte 3 Stunden 40. Ich war gerade am Aufladen. Das ist der Grund, warum ich nicht ans Mikrofon gehe. Das ist mein Inneres vom Wohnwagen. Hinten oben schlafe ich. Da ist die Küche. Vorne ist die Fahrerkabine. Hier ist das WC mit Dusche. Hier bin immer noch ich. Und hier habe ich einen Kleiderschrank. Kleiderschrank? Ja, das ist ein Kleiderschrank. Ist da hinten? Ach, da. Kleiderschrank. Ja, das ist Küche. Ach, Kleiderschrank, da ist die Tür vom Bad ist offen. So, dann sieht man das hintere Teil. Hinterfenster. Da. Das Hinterfenster. Dann ist der Kleiderschrank. Alles ziemlich zugestellt. Naja, bin ich fahre, habe ich alles weggeräumt. Wollte nur sagen, ich habe gestern Abend schönes Mittelwellenradio gefunden. Das nennt sich Absolut Radio. Das ist wirklich geil. Wie die Technik oder wie die mit der Technik spielen, mit dem Echo, mit verschiedenen Schnittgeschichten und was für gute Musik es gibt. Und ich finde es wirklich traurig, dass Germany kein Internet, also kein Mittelwellenradio, Kurzwellenradio, keine lange Welle, nichts mehr besitzt. Haben sie alles aufgegeben und die alten Geräte haben, können sie wegschmeißen. Aber ich höre ganz gerne englische Sender, französische, spanische, marokkanische, amerikanische, indische, chinesische. Und da das Problem ist, dass diese digitalen Empfänger so massenhaft Batterien fressen. Das ist unglaublich. Ich kann manchmal 2 Wochen mit meinem analogen Radio hören und mit dem digitalen, kein Tag. Und die Batterien platt. Das ist, was sie machen wollen. Dann gibt es da auch so eine Verschwörungstheorie. Da sagen sie, sie können die digitale Welt mit einem Knopfdruck abstellen. Das heißt, wir können analog uns nicht mehr miteinander unterhalten, wenn das Digitale abgestellt ist. Weil wir das analog wird uns weggenommen. Naja, der Klang ist natürlich digital besser, aber man muss es hin und her berechnen. Und wenn man eine gute Empfangsqualität hat, hört man gute indische Sender, pakistanische, chinesische, lateinamerikanische nicht so oft. Aber wenn ich unterwegs bin, höre ich sehr gerne analoge, weltweite Sender. Und man hatte auf der Deutsche Welle hatte man auf Kurzwelle. Aber leider haben sie es eingestellt. Deutschlandsender ist eingestellt worden. NDR ist eingestellt worden auf Mittelwelle. Verstehe ich nicht. Jetzt bezahle ich GZ-Gebühren und muss trotzdem, wenn ich im Ausland bin, auf fast alle Programme, weil ich sie nicht empfangen kann, verzichten, muss trotzdem bezahlen. Weil ich noch eine Behausung habe in Deutschland. Naja. Wenn ich irgendwann mal in diese Behausung ziehe, da muss ich mich auch bei der GZ ummelden, also auf den Hof, wo ich gerade bin. Aber ich wollte nicht so viel erzählen. Ich habe gerade ein paar Mirabellen gepflückt. Muss ich hier entkernen und dann mal sehen. Wünsche euch einen schönen Tag.
Wir haben heute Montag, den 7., glaube ich. Und der ist auch schon wieder vorbei bald. Bis dann. Tschüss. This is the end of number 7. Have a nice time. Bye.